Ich habe Pia Fries nach Karlsruhe eingeladen und sie hat sich sehr, sehr intensiv auf dieses Haus, auf seine Sammlungen eingelassen. Und wir sind sehr schnell an den Punkt gekommen, dass wir dieses reiche Reservoir an künstlerischen Ideen, das im Kupferstichkabinett schlummert, zum Ausgangspunkt unserer weiteren Überlegungen machen wollten. Und Pia Fries hat sich viele, viele Stunden im Kabinett aufgehalten. Das Kupferstichkabinett in Karlsruhe ist außergewöhnlich groß und hat ungewöhnlich viele seltene Exemplare. Und insofern ist es wirklich eine Bereicherung, dass ich das hier machen durfte. Pia Fries ist eine Künstlerin, die in der Lage ist, Älteres mit Neuerem in eine produktive Verbindung zu bringen. Und wir haben den Anspruch, herausragende Künstler der Gegenwart in einen Dialog mit den alten Beständen der staatlichen Kunsthalle zu versetzen. Bei der Radierung vom Goltzius haben mich die Linienbündel, die Linienstränge, die Bewegungen, die aus dem Bild herausführen, darauf habe ich mich mal eingelassen. Ich habe es aus dem Zusammenhang herausgelöst und nur die Linien genommen, nicht das Abbildhafte. Und diese Linien in einem neuen Zusammenhang anders zusammengestellt und die Linien mit Farbsträngen vermengt, gemischt und zu einer neuen Konstellation gefügt. Also weil die Elemente aus verschiedenen Ecken auf dem Bild zusammengefügt werden, das heißt, es wird zusammengefügt, was eigentlich auseinanderdrängt, könnte man das Bild auch als einen Bastard bezeichnen. Also es ist eben nicht so, dass ich mit einer Idee hier hinkomme, sondern gerade umgekehrt. Also die Realitäten sind da, meine Bildkörper sind da, meine Farbe ist da. Die Dinge, die ich brauche, um der Farbe was zu entlocken, davon gehe ich aus. Und das kann ich mir vorher gar nicht ausmalen. Ich versuche eben hinzuschauen, was die Farbe von mir will. Es ist ja immer schon eine da. Und die will ja was. Die will auch, sagen wir mal, in Gesellschaft sein. Oder die will sich verdecken. Die will sich zudecken lassen. Oder die will gesehen werden. Und ich versuche eben, der Farbe zu gehorchen. Das Bild in meinen Augen ist nicht eine einheitsstiftende, totalitäre Idee, sondern es entwickelt sich aus den Realitäten, aus den Gegebenheiten, aus den Farben, aus den Linien. Es geht mir ja um die Bewegung im Bild, um Verläufe, um auch Kräfte, die sich zeigen wollen. Also wenn ich verschiedene Bilder habe gleichzeitig, das gibt mir eine Risikobereitschaft. Ich kann dann viel eher mich zu einem Wagnis hinreißen lassen, als wenn ich nur ein Bild hätte. Und das eine Bild bringt mich quasi zum nächsten. Das kann auch sein, dass ich bei einem Bild abtrage und genau die gleiche Farbe am anderen Bild wieder auftrage. Also das geht dann auch so im Kreis herum. Es ist in dem Sinn an jeder Stelle alles möglich. Neue Verbindungen, aber auch Entscheiden. Man könnte ja meinen, dass Farbe und Zeichnung zwei verschiedene Elemente wären, die sich gegenseitig aus dem Weg gehen wollen. Und ich habe in den Bildern
genau diese Linien und die Farbe miteinander verschwistert und sie zusammengebracht. Pia Fries verfügt über ein sehr, sehr reiches Repertoire als Künstlerin. Ihr Leitmedium ist zweifellos die Farbe und Farbe tritt sehr, sehr satt und feucht, glänzend in Erscheinung. Aber es gibt auch die Bedeutung der Leerflächen. Die weißen Stellen in dem Bild sind ja nicht einfach nur leere Stellen. Das ist der Träger, der mitspricht und auch seine Präsenz im Bild anmeldet. Lineare Strukturen, die in einer sehr, sehr geschickten Weise von ihr malerisch umspielt werden, spielen eine ebenso große Rolle. Es ist eine Kunst, die nicht nur unseren Sehsinn anspricht, sondern die sehr stark taktil wirkt, den Tastsinn anspricht. Und wenn wir ihre Titel hinzunehmen, die lautmalerisch sind, dann kommt diese poetische Ebene noch mit hinzu. Also ich Die Kunsthalle Karlsruhe ist ein lebendiger Organismus. Wir haben Sammlungsbestände aus 6 Jahrhunderten hier im Haus und wir denken übergreifend. Das heißt, wir setzen die verschiedenen Sammlungsbereiche, die Malerei, die Skulptur, die grafischen Künste, dauerhaft miteinander in Beziehung. Und so sind wir auch sehr daran interessiert, mit heute tätigen Künstlern zusammenzuarbeiten, so wie die Künstler auch frühere Jahrhunderte immer gattungsübergreifend gedacht haben. So denken auch wir und so wollen wir das auch weiterhin hier tun.